So, ich mache jetzt mal ein kleines Video dazu. Hier sieht man die beiden Kandidaten nebeneinander stehen. Ja, der Esel, der hat die Flügel offen. Der hebt gleich ab bei diesem Sturm hier. Und ja, dann gehen wir da jetzt einfach mal rein. Hier ist mittlerweile jetzt relativ gut schon aufgeräumt. Unsere Garage ist mit meiner Beleuchtungsanlage, nee, ist nicht voll. Also da haben wir ziemlich viel Platz. Und ja, das ist das Eselchen von der Seite. Wir laden meine Steinische auf. Das wunderschöne Eselgesicht. So, dann gehen wir da mal rein. Ja, hier ist, wie gesagt, noch Aufbauchaos. Das ist unser Tischchen, was man nachher verschieben kann. Hier habe ich mal die Stühle schon umgedreht. Hier ist die Agenda, weil wir noch nicht wirklich alles verstehen. Unser Fernseher. Küche. WC mit Dusche hinten drin. Und ja, das hier ist dann unser Schlafareal. So, und jetzt wird, wie gesagt, gleich gegrillt. Da liegt auch der Löwe unten. Ich werde aber wahrscheinlich noch einen weiteren Löwen kaufen. Und wir haben ganz, ganz geile Gläser. Die habe ich von Sylvie bestellt. Die haben Magnet. So, also man kann keine Gläser mehr umkippen. Und die Gläser sind in dieser hochfahrbaren Küche da mit Touchpanels. Nehmen wir die mal hoch. So. Das wird aber noch aufgefüllt, dieses Regal. Das kann man bis ganz nach oben machen. So. Ja, und da hängen die dann drin. Dass während der Fahrt nichts passieren kann. Das geht richtig schwer. Bin aber am Überlegen, ob wir die nicht lieber über Kopf machen. Ja, dann habe ich einen ziemlich geilen Duport-Schlüsselanhänger gekauft für die Ohren vom Esel. Ja, das war dann die kleine Führung.